Kirimoja, Frucht mit exotischem Charakter. Kirimoja. Definition und Herkunft. Kirimoyas, Annona Kirimula Quechua Quirimo, kalte Frucht. In Südamerika und Spanien auch Quirimoja oder Quirimoja, sind auch unter den Namen Ramapfel oder Cremefrucht bekannt. Die 3 bis 9 Meter hohen, immergrünen Bäume der Quirimoja-Frucht wachsen an Zitrusfruchtstandorten. Dementsprechend ist die Quirimoja auch in den Höhenlagen bis 1900 m Südkolumbiens, Ecuadors und Nordiperus beheimatet. Reife und Geschmack. Mittlerweile wird die Quirimoja-Pflanze weltweit in Regionen subtropischen Klimas angebaut, zum Beispiel Israel, Süditalien oder Madeira. Die Quirimoja-Früchte zählen zu den klimakterischen Früchten. Die Reifezeit liegt im Spätherbst oder Winter. Der Geschmack der Quirimoja wird häufig als eine Mischung aus Erdbeere, Birne und Mango angegeben. Verwendung und Zubereitung. Es wird empfohlen, die süßlichen Quirimojas reif, von Samen befreit zu konsumieren ohne Aufbewahrung im Kühlschrank. Abgesehen vom Auslöffeln der Früchte wird die Quirimoja auch in Süßspeisen, als Marmelade oder Chutney verwendet. Verfeinern lässt sich die Quirimoja mit Zitronensaft oder Limettensaft. Inhaltsstoffe. Die druckempfindlichen, leicht verdaulichen Quirimoja sollen reich an Vitamin C, B1 und B2, Traubenzucker sowie den Mineralstoffen Phosphor und Calcium sein. Gekauft erhält man die Quirimoja meist in unreifem Zustand.